So Leute, herzlich willkommen hier bei Vegasylph, hier bei Fire Emblem Path of Radiance mit mir, Sefi und Super Jutis. Und wir haben ja letztens wieder einen Cut gemacht und wir sind jetzt immer noch hier mit dem letzten NPC seiner Art. NPCs leben bei uns nie lange. Nein. Vielleicht lag das gar nicht an Chris, vielleicht liegt das an uns. Oder es liegt am Spiel selbst. Das wäre auch eine Erklärung. Komm, wie viel Schaden? Oh, hat hier jemand, der 1 KP abziehen kann? Volker, du siehst zuverlässig aus. Perfekt. Gekauft. Und weh, du kriegst das Ding jetzt weg. Danke. Das sieht so stumpf aus, wie Liebe zuschlagen. Ja, das stimmt allerdings. So ein bisschen ungelenkt. Auch Volker hat ja auch bald ein Level up. Ja. Hat der schon wieder so viel gekämpft? Scheiße. Und The Great Stella. Die sich ihr nächstes Level up verdienen will. Ja, wenn sie trifft. Tut sie. Sehr schön. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt. So groß, also so groß und so schlecht kann man ja schlecht verfehlen, ne? Ja, aber man weiß ja nicht. Sie sind halt, es sind Vögel, die können gut ausweichen. Ja, das stimmt alles. Yeah. Oh, sie ist auf Level 4 und hat schon eine Geschwindigkeit von 10. Und sie hat Energietropfen gekriegt. Die ich ihr vielleicht auch geben sollte. Ja, wäre nicht schlecht. Du machst sie auch nur Schaden. Macht Sinn. Jaha, wir sind ja nicht dumm hier, nie. Los, Soren. Das ist ja hier Fire Emblem auf höchstem Niveau. Auch wenn er nicht gerade auf dem höchsten Niveau ist. Also, der Rabe, nicht Soren. Mann, gab das viel EP. Ja. Mensch, Soren. Mit seinem okkulten Schriftträuchchen. Ja. Können wir uns auch mal überlegen, wie wir das geben wollen. Hm. Oh mein Gott, ich kann euch heilen. Sehr gut. Ich habe einen Nutzen. Nutzen! Naja, Aya kriegt jetzt schon ein bisschen Konkurrenz dafür, dass wir jetzt noch Soren dabei haben, der auch noch heilen kann. Und dadurch ist Soren nur noch unentbehrlicher geworden. Ja, er zwängt sich einfach in eine fremde Rolle. Das kann auch nicht jeder. Nein. Also ich habe Tani. Logischerweise müsstest du dann Sigrun haben. Das wäre gerecht. Wo ist sie? Ich sehe sie aber nicht. Sie ist nicht auf unserer Liste. Okay, dann kriege ich Sigrun. Viel Spaß! Endlich, da sind sie! Ich hoffe, Kaiserin Sanaki, geht es gut? Meine Damen, zu den Waffen! Zeigen wir ihnen unsere Können! Es sind zwar keine mehr da, aber egal. Oh, danke! Ist ja niemand. Ich habe es kommen sehen. Natürlich, weißt du. Wenn sie mir etwas mehr gezahlt hätten, wäre ich bereit gewesen, ihnen zu helfen. Oh, naja, was kümmern uns schon ein paar armselige Menschenleben? Sie kümmern uns gar nicht. Wir sind ja fertig. Gehen wir. Jawohl, Sir. Ich dachte, er redet mit Nia Lucci. Wo bist du? Geister! Das war's. Der Staub legt sich langsam, aber sicher. Die Raben sind geflohen, als die Heilige Garde aufgetaucht sind. Die anderen Angreifer sind ebenfalls geflogen. Sie sind auch schon tot, so. Und sie haben ihr Schiff dagelassen. Yay. So, was haben sie genommen? Sind sie vom Bord gesprungen und weggeschwommen? So ein Schlauchboot. Ja, es waren noch eh keine mehr da. So, und du fantasierst. Dann wäre unsere Aufgabe hier erledigt. Rahmen sind eine Sache. Aber was haben diese Männer mit ihnen gemacht? Ja, das fand ich ebenfalls sehr seltsam. Sie sahen aus wie Piraten, aber sie haben sich definitiv nicht wie solche verhalten. Allerdings, sie waren nicht interessiert an der Frage. Und ihre Soldaten waren durchtrainierte Kämpfer. Aber wer waren sie? Welchem Land dienen sie? War dies ein Anschlag auf das Leben der Hohepriesterin? Das ist möglich. Die Hohepriesterin ist das Symbol für das Imperium Behinor selbst. Die Hohepriesterin ist die Kaiserin des Imperiums. Würde es sie nicht mehr geben, würde auch Behinor vergehen. Ich verstehe. Die Hohepriesterin wird vermisst? Was soll das heißen? Diese Stimme. Es muss etwas passiert sein. Wir sollten nachsehen. Nachschauen gehen. Ah! Diese Aufgabe versucht einen arge Kopfschmerzen. Es tut mir leid, Madame. Wenn ich als Wiedergutmachung mein Leben geben könnte, dann gib es verdammt nochmal. Oh, hör auf. Wenn du Buße tun willst, dann mach dich nützlich und finde die Hohepriesterin. Ja, Madame. Habe ich das richtig verstanden? Die Hohepriesterin wird schon wieder vermisst? Du bist dieser Söldner. Meine Männer haben den Eingang zur Kabine gesichert. Soweit ich weiß, haben wir ihn vor den Feinden schützen können.
Man hat mir erklärt, die hohe Priesterin hat das allgemeine Chaos genutzt, um die Kabine zu verlassen. Wie denn, wenn wir davor standen? Allein? Warum würde, ich meine, jemand eine hohe Priesterin nennen, wenn sie dumm, wenn sie... Allein? Warum würde man jemanden hohe Priesterin nennen, wenn sie dumm genug ist, so etwas zu tun? Hey, Ike, achte auf deine Wortwahl. Du bist unhöflich. Wie immer. Ist schon gut, Lady Ritter. Wir haben wichtigere Dinge zu tun, die mich beschäftigen. Ich hasse es zu fragen, aber könnte ich eure Hilfe bei der Suche nach der Hohepriesterin in Anspruch nehmen? Natürlich, es würde dir doch nichts ausmachen zu helfen. Ike? Nein. Wir durchsuchen das feindliche Schiff. Würdet ihr euer Schiff durchsuchen, nur um sicher zu gehen? Ich wäre euch dankbar. Oh, Hohepriesterin, komm raus, wo immer du bist! Ich tue, was ich kann, um sie zu finden. Auch wenn ich gar nicht weiß, wen ich eigentlich suche. Entschuldigung, ich war gerade gucken, wer wen hier spricht. Wir haben sie, glaube ich, gar nicht auf der Liste, ne? Nee, ich suche sie schon die ganze Zeit. Ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass sie wie eine Edeldame aussieht, sind wir auf der sicheren Seite. Nun, ich werde meine Augen nach einem blinden Passagier offen halten. Bist du blind? Nach jemandem, den ich nicht kenne. Teilen wir uns auf. Wir sind effektiver, wenn jeder für sich sucht. Wir sind Boot, mein Gott. Aya und ich übernehmen diese Seite. Wollten wir uns nicht noch eben aufteilen? Dann nehmen Soren und ich den Rest des Schiffes vor. Wollten wir nicht allein suchen? Soren, wegen dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Ja? Die Art, wie du Dinge ausdrückst. Ich sollte mich wohl dafür entschuldigen. Nein, entschuldige dich nicht. Ich kenne dich. Ich weiß, dass dich das beschäftigt hat. Oder irre ich mich? Nein, nun... Nimm es nicht persönlich. Ich bin auch nicht besser, weißt du? Deine Fähigkeit, Dinge direkt auszusprechen, die andere verschweigen können, macht dich brillant. Andere sind zu wirr. Andere sind viel zu sehr in Höflichkeiten verstrickt. Bei dir kann ich das Vertrauen haben, dass du genau das sagst, was du denkst. Du bist scheiße. Nun ja, danke, Ike. Aber jetzt zu der Hohepriesterin. Oh. Hast du sie gefunden? Nein, das glaube ich nicht. Aber hier versteckt sich ein Kind. Was? Was hat ein Kind hier zu suchen? Sie muss aus einer aristokratischen Familie kommen. Gesundheitssorge. Wahrscheinlich kommt sie von dem Benion-Shit. Der Kampf war laut. Vielleicht hat sie Angst bekommen und sich deshalb hier versteckt. Wirst du ihr helfen oder von Bord werfen? Nun, wir können sie ja nicht einfach hier lassen. Oder von Bord werfen. Schmeißen wir sie über Bord. Sag ich doch. Da bin ich ja mal schwer für. Hey, geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Hä? Wer bist du? Du siehst nicht aus wie ein Laguz. Vielleicht ein neuer Rekrut? Nein, ich bin nur ein Söldner. Ich wurde von Prinzessin Delincia angeheuert. Die Prinzessin von Crimea? Aua! Was ist denn? Oh, du hast dir den Fuß verletzt. Zeig mal. Warte, komm mir nicht zu nahe. Huja! Oh, Entschuldigung. Hey, ich sag dir doch, au, au, du tust mir weh, du Vollidiot. Oh nee, du bist nur ein Idiot. Der Knochen scheint nicht gebrochen zu sein. Ich brech dir gleich was. Trotzdem sollte Aya sich das für alle, sich mal anfangen. Nur für alle Fälle. Ich geb dir auch einen Fall. Hey, was machst du da? Ey, da bekrabbelt mich! Beruhige dich und halte dich an mir fest. Da ist meine Schwester. Sie kann deinen Fuß heilen. Du mich verstehen? Versuchst du mir zu helfen? Hast du nichts anderes zu tun? Sehe ich so aus? Ich soll eine Hohepriesterin suchen. Aber ich denke, es sind bereits genug Leute auf der Suche nach ihr. Außerdem kommen für mich Verletzte an erster Stelle. Ha, verstehe. Das ist wirklich voll doof. Hm? Was ist? Noch nichts. Wenn das so ist, nehme ich deine Hilfe an. Ike, hattest du Glück bei der Suche nach der Hohen Priesterin? Nee, ich hatte dieses verlorene Kind gefunden. Können wir es vom Bord werfen? Hey, die ist aber süß. Ah ja, meinst du, du kannst das Mädchen mit einem Stab heilen? Ja, ist sie verletzt? Nein. Nein, ihr geht es gut, sie ist nur dumm. Nur ihr Fuß. Aber vielleicht hat sie sich auf den Kopf gestoßen. Ja, es wird so einiges erklären. Sie murmelt irgendwelchen Kauderwelsch, seit ich sie gefunden habe. Ich schwieg und habe dein Verhalten, deine Ignoranz zugeschrieben. Aber nun kann ich dein Verhalten nicht länger tolerieren. Wie? Was ist denn jetzt los? Dein Fuß, nicht wahr?
Macht euch bereit! Bam! Bereit? Für was? Ihr befindet euch in der Gegenwart von Sanaki, der Kaiserin von Binion! Ich bin die Hohepriesterin, die Stimme der Göttin! Kaiserin? Was hat sie gesagt? Bitte, dann ist sie... Oh nein, ist sie wirklich? Nein, das kann nicht sein. Setzt euch nicht ein, ihr Vollidioten! So, ausgeschlossen. Hört auf damit. Auch wenn sie lügt, muss es einen Grund... Hey, ihr Ignoranten! Geht es euch gut, Kaiserin? Nein, ich bin umgeben von Vollidioten. Ich spreche mich eigentlich gar nicht, aber ich habe mich schon wieder gesprochen. Ja, mach ich's. Ich bitte um Vergebung. Wir konnten nicht zu euch vordringen. Und wir haben euch in Gefahr, euch der Gefahr ausgesetzt. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Du kommst zu spät, Sekunden. Was hättest du gemacht, wenn mir was passiert wäre? Ich hätte mich gefreut. Bitte, Kaiserin, bitte verzeiht mir. Das ist nicht nötig. Ich bin genauso verantwortlich für die Geschehnisse. Bin ich? Widmen wir uns lieber unseren Rettern oder so. Als Belohnung für meine Rettung würde ich euch gerne an meinen Hof, ist wirklich an meinen Hof, nicht eben. Und natürlich ist das Mädchen, dem sie dienen, das Mädchen... ich spoiler meinen Text nicht vor. Sie sei die Prinzessin von Crimea, sei sie... Ach, egal, sie ist eh im Fall eingeladen. Prinzessin Lincias Leibwache, nehme ich an. Ich entschuldige mich für die Probleme, die euch verursacht wurden. Und ihr seid? Sigrun, das steht da doch. Verzeihung, mein Name ist Sigrun. Ich bin Commander der Heiligen Garde von Binion. Gesundheit. Danke. Noch so viele Worte werden nicht ausreichen, euch für die Rettung der Kaiserin zu danken, Schönerin. Irgendwas muss ich auch können. Warte, dann ist es wahr? Wollt ihr sagen, dass dieses kleine Kind Benions Kaiserin ist? So ist es wohl. Mein Gott, seid ihr arm dran. Ich kann nicht behaupten, dass ich das so ohne weiteres glaube, aber sie macht einen aufrichtigen Eindruck. Außerdem, wie viele Leute kennst du, die das Kommando über eine Legion Pegasus-Ritter führen? Eine! Ja. Die Kaiserin hat uns in die Hauptstadt von Binion, Siene, whatever, eingeladen. Ich denke, wir sollten der Einladung folgen. Wo ist die Prinzessin? Wir sollten ihre Erlaubnis einholen, bevor wir die Einladung annehmen. Du redest, als wärst du eine von uns. Ja. Sie muss in ihrer Kabine sein. Ich bringe euch zu ihr. Ist der Schwank hier endlich mal zu Ende? Ja. Nicht gekämpft? Ach, für die NPCs, die wir haben kämpfen lassen. Ah. Ja. So, der Part ist jetzt zu Ende, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind 13 Minuten. Ja, aber kapitelmäßig so. Ah. Weißt du, sonst gewinnt das wieder Überlänge und das ist ja auch doof. Ja, gut. Dann wird es ein kürzeres Kapitelchen. Dafür kommt der nächste wahrscheinlich umso häufiger. Ich meine, umso schneller, hoffe ich doch. Weiß ich länger. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich rede nur mal wieder Blödsinn, wie ich immer tue. Siehst du, es geht schon los. Ich rede Blödsinn. Weißt du doch. Ja. Kennst mich doch. Ich rede nur Blödsinn. Morgens, abends, mittags. Ja, so können wir die Zeit auch noch totschlagen. Ja. Geht gut, ne? Ja, ganz gut. Also, wie gesagt, ja, wir machen jetzt einen Cut und wir hoffen, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, macht doch ein Abo. Gebt uns einen Daumen nach oben oder zwei, wenn ihr zwei Hände habt. Wenn ihr nur einen Arm habt, dann nehmt ihr natürlich nur einen Daumen. Dann seid ihr auch arm dran. Ja, besser arm dran als arm ab, ne? Ja. Könnt ihr euch alternativ auch eine Papphand kaufen und die nach oben halten. Ihr könnt uns auch auf Facebook liken oder uns auf Twittern folgen, damit wir euch dazu zwitschern können mit unserem lieblichen Vogelgezwitscher, das wir nicht können. Was können wir noch machen? Bloggen. Bloggen! Auf unserem Blogboot. Yay. Das war's. Ja, das war's soweit. Das reicht auch. Die Kommunikationsmöglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch einen netten Kommentar hinterlassen. Stunden später. Einen bösen könnt ihr natürlich auch hinterlassen, aber den zensieren wir dann sofort, wenn wir es können. Weil Meinungsfreiheit wird bei uns zensiert. Nicht! Das sollte ich vielleicht sagen, bevor die Leute denken, dass wir jeden Kommentar zensieren und uns deswegen haten. Wir machen jetzt einen Cut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.